Das Sterben der Korallenriffe ist wie das, was am allerschnellsten gerade passiert. Wenn wir dann nicht jetzt was machen, ist es sehr schnell zu spät. Das macht mich schon traurig. Es ist ein überaus düsteres Bild, das der Weltklimarat von der Zukunft der Erde zeichnet. Das große Problem für die Riffe momentan ist die Klimaerwärmung und die Erwärmung der Meere. Der Zeitdruck, der kommt schon manchmal auf. Ich meine, wir haben die Hälfte des Great Barrier Reefs ja schon verloren. Ich bin Ulrike Freund, ursprünglich aus Deutschland. Jetzt bin ich Meeresbiologin an der ETH und versuche hier dem Korallensterben entgegenzuwirken. Was viele gar nicht wissen, ist, dass ja auch jedes zweite Sauerstoffatom in etwa aus dem Meer kommt. Die ganze Menschheit ist im Prinzip abhängig von den Meeren. Und die Korallenriffe sind eben einfach so der Regenwald des Meeres. Die Korallen bauen die Riffe auf und dann kommt alles andere. Dann kommen die ganzen Fische und die ganzen Krebse und die Hummer. So ein Viertel bis ein Drittel aller Fische hat irgendwelche Stadien in den Korallenriffen. Meistens sind es die kleinen Fische, also die Jungfische, die auf die Korallenriffe angewiesen sind. Wenn ich von dem Projekt erzähle, denken wir, versuchen Korallen nachzudrucken. Aber was wir machen, ist, wir versuchen neue Strukturen zu entwickeln, auf denen sich junge Korallen, also Korallenlarven, niederlassen können. Für die Forschung benutzen wir einen Sand-3D-Druck und zu Teilen auch Lehm. Yay! Strukturen! Awesome! Wenn wir groß denken, wenn wir denken, wir wollen Kilometer, im Prinzip hunderte oder tausende Kilometer neuer Riffe bauen, dann kommt man da nicht weit, wenn man irgendwie erst noch Material von A nach B schiffen muss. Und der Sand ist eben dann vor Ort da. Gerade in den letzten Jahren hatten wir ja zwei sehr heiße Perioden, also sogenannte El Niños. Die Wassererwärmung ist eben für die Korallen deshalb fatal, weil sie dann ausbleichen. Das Ausbleichen der Korallen beruht darauf, dass die Symbionten im Prinzip die Koralle verlassen oder abgestoßen werden. Und die Symbionten, das sind ja Algen, die im Prinzip überall in dem Korallengewebe leben und für die Koralle Sonnenlicht einfangen und damit die Koralle wie mit Zucker füttern. Und wenn es zu warm wird, über einen längeren Zeitraum, also das können ein paar Tage bis ein paar Wochen sein, dann stoßen die Korallen diese Symbionten ab. Und die Koralle kann dann verhungern. Aber dann gibt es große Algen, sogenannte Makroalgen, die ja so fädig sind, das, was wir auch kennen im See, wenn wir es ein bisschen schleimig finden oder so. Und diese Algen fallen wie über die sterbenden Korallen her und überwachsen das ganze Riff. Und junge Korallen können sich nicht mehr darauf niederlassen. Das heißt, damit ist wie der natürliche Genesungsmechanismus kaputt. Mit dem Tauchen habe ich halt die Meere entdeckt und so diesen Lebensraum irgendwie erfahren. Diese ganz starke Verbundenheit zum Meer kommt auch dadurch, dass das Meer irgendwie so eine Gewalt hat, dass sie uns ein bisschen sagt, also dass sie uns bescheiden macht. Dass sie uns wie suggeriert, da haben wir noch keine Macht. Stimmt leider nicht ganz. Also, dass da in dieses Leben noch eine größere Chance hat. Oh Gott. So, wollen wir noch was Positiveres sagen? Also eigentlich ist die Koralle selbst ein Tier. Die Larven, die Korallen in der Fortpflanzungszeit ins Wasser abgeben, das sind Millionen und die gehen einfach mit der Strömung. Und wenn man denen eine Struktur bietet, wo sie sich dran setzen können, dann wachsen im Prinzip tausende Millionen von Korallen von sich aus nach. Wenn ich jetzt hier eine kleine Larve bin in der Strömung, das hier ist die Oberfläche, da habe ich als Larve gar keine Chance, irgendwie hier ranzukommen, wenn die Strömung mich hier so ran vorbeischickt. Dafür brauchen wir eigentlich in der Oberfläche so kleine Hubbel oder irgendwie kleine Löcher, die das Wasser eigentlich umlenken, dass wir zum Beispiel so Verwirbelungen bekommen.
Jetzt sind wir gerade an dem Punkt, dass wir im Strömungsbecken verschiedene Geometrien testen. Testen, wie geeignet sie dafür sind, die Strömung so umzulenken, dass es für die Larven dann später gut ist. Bei der momentanen Phase des Projekts hier im Labor arbeiten wir ja noch ohne Korallenlarven. Man sieht an den Partikeln immer, wie sich die Strömung bewegt. Auch jetzt hier schon sieht man, dass es sehr turbulent ist, aber wenn sie gleich vor der Kamera im Licht ankommt, sieht man es dann richtig schön. Also eigentlich müssen wir die Oberfläche so optimieren, dass die Larven überhaupt da rankommen können. Wenn sie dann rankommen, dann fangen sie aktiv an, auf der Oberfläche zu schwimmen und suchen sich irgendwie kleine Rillen, ganz, ganz kleine Löcher, wo sie sich dann niedersetzen, um dann im Prinzip eine Metamorphose durchzugehen wie ein Schmetterling und zu dem Korallenpolyp zu werden. Nächstes Jahr wollen wir dann die Strukturen, die gut aussahen im Labor, dann ins Wasser bringen und gucken, wie reagieren die Larven tatsächlich drauf. Wir haben jetzt vor kurzem Kontakt aufgenommen mit einem Forschungszentrum auf den Malediven. Dort gibt es schon eine gute Infrastruktur einfach für Feldversuche. Das heißt, dort können wir dann die Teststrukturen tatsächlich ins Wasser bringen. Und im April läuft im Prinzip mein Gehalt aus. Das heißt, jetzt gerade bin ich viel am Anträge schreiben, dass wir das nach April auch weitermachen können. Also ich bin immer optimistisch, wenn wir richtig anpacken, dass wir in 5 Jahren irgendwie was fertig haben, was wir ins Wasser bringen können als wirklich funktionierende künstliche Riffe. Aber ja, also der Zeitdruck, der kommt schon manchmal auf. Vor allem, wenn man dann wieder hört, ich meine, wir haben die Hälfte des Great Barrier Reefs ja schon verloren. Und je mehr verloren geht, desto weniger Larven gibt es dann auch im Wasser. Also je mehr wir verlieren, desto schwieriger wird es irgendwann natürlich.